Alter, da bin ich zu früh los. Okay, was spricht die Uhr? Auf. Boah, da muss ich da schon voll Speed abspringen. Ja, du musst warten. Alter! Du musst Bäm, trotzdem Alter. schnell. Warte mal, wie lange braucht denn das? 3 Sekunden. Jawohl. Jawohl. Schau wieder so ein Schalter. Oh, Nee, eine Platte. Platte. Bam, Junge. Easy. Ah Oh, da ja. geht's schnell. Ah, kann ich irgendwie aus dem Weg das warten? Oh, da geht's auch noch ums Eck. Boah. Ja, Mann. Verdammt. Damn. Ich bin hängen geblieben. Ja, das weiß ich. Du auch. Also, du Arsch. Dummer Wichser. Boah, Alter! Bin ich alles gerade rübergesprungen. Jawohl. Good job, but you Gemacht? ain't done yet. Ja. Also good job, aber wir sind noch nicht fertig. Oh Mann! Jetzt könnte ich dich eigentlich mal fragen, Matze. Das Jahr ist ja bald vorbei. Vorbei. Ist vielleicht sogar vorbei, wenn die Folge rauskommt. Kann es ganz hin? Na, nicht ganz. Das ist vielleicht der Okay. 28. oder so. Also kurz davor, ja. Ja, also kurz davor. Hast du denn irgendwie so Top 5 Spiele von 2014, wo du sagst, ja, die waren besonders gut? Oder vielleicht auch ein Spiel, was dir vielleicht nicht so gefallen hat. Das gemacht. Das ist ein bisschen schwierig dieses Jahr, weil ich habe echt keine Ahnung, was dieses Jahr so großartig rauskommen ist, weil es ja einfach so übel schnell umgegangen ist. Ja, das finde ich auch. Ja, Ich würde sagen, wir fangen einfach beide mal bei 5 an, wenn du da vielleicht was hast. was ist das? Warte mal. Ja, easy. Energy Switch, Warning, don't touch. Ich mach das jetzt einfach mal. Was? Nix, nix. 5. Ja, was kam denn alles raus? Watch Dogs kam raus. Ja. Bruder Schatten. Ja, es kam noch raus. Titanfall kam dieses Jahr raus. Titanfall kam dieses Jahr raus. Ja, ganz am Anfang. Februar oder so. What the fuck? Okay. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich war mir auch nicht sicher, ob das nicht letztes Jahr sogar noch rauskam. Aber es war Anfang, ganz am Anfang dieses Jahr. Dann kam raus Thief. Ach stimmt, Steve kommt auch noch raus. Das Boah. Okay. Battlefield 4 kam das. Nee, Battlefield 4 kam Kam dies Jahr. letztes Jahr. Dieses Jahr. Ja. Wir waren ja auf die Okay, Gamescom. das stimmt, stimmt, stimmt. Thief kam raus. Wolfenstein kam Ja. raus dies Jahr. Oh ja, stimmt, Wolfenstein kam ja raus. Dark Souls kam raus. Ja, dann habe ich ja ein paar, also. Na, Destiny, lass mal überlegen. Mortal Schatten, COD. Alter, what? Warte mal. Also ich habe da das Zeug mal rausgenommen, was da drin war. Da war Redstone drin und so Lever. Okay. If the blocks go too fast or out of control, then reset it with these items. Destroy the redstone on the pink wall and put it back. Use the lever to make the redstone circle light up completely and then remove the lever. Then remove
the redstone on the pink wool again and put it back. Let the redstone circle burn out first. Ich habe den schon unterbrochen einmal. Also, ja. Okay. Auf 5 würde ich, also, nicht schwer. Also, Bruder Schatten ist auf jeden Fall weit vorne, Wuschelstein auch. Ich glaube, Thief, nee, Thief nicht. Ich würde sagen Titanfall. Titanfall ist schon auf Platz 5 bei mir. Okay. Ja, also bei mir würde ich auch sagen, es ist Titanfall auf Platz 5. Bei mir liegt es halt dran, weil ich ja nicht so der bin, der jetzt so gern Ego-Shooter. Was soll Restart? Was soll Restart in 10 Minuten? Das kann doch gar nicht sein. Keine Zeit. Warte mal, kann ich das unterbrechen? Ja, weil ich gucke hier, ich mach da hier. Ja, weil ich bin ja eh nicht so der Ego-Shooter-Fan, aber das ist wirklich mal ein Ego-Shooter, der mich zugebracht hat, wo ich sagen muss, okay, da habe ich Bock drauf. Und wo ich manchmal immer noch sage, okay, ich habe Bock drauf, das hat jetzt irgendwie ein COD oder so zum Beispiel noch nicht geschafft bei mir. Und deswegen okay, denke ich, es ist bei mir in den Top 5 drin, dieses Jahr. Ich fand, es war was Neues. Das auf jeden Fall, ja. Es war, mal was zur Abwechslung einfach, ja. Das einfach, ja. Einfach was Neues mit den Titan und mit dem Rumspringen und ja, was mich ein bisschen gestört hat, warum es nicht weiter vorne ist mit den Gegenspielern, das war, fand ich irgendwie ein bisschen schwierig, die zu killen. Mhm. Vielleicht lag es daran, dass ich dann nicht so lange gezockt habe, aber Shiny? Was? Was? Ah. Okay, nee, ich hab's geschafft. Okay. Ja, ich guck grad wegen, warum der Server neu starten will. Okay. Ja. Ja. Ja, dann. Ja, dann. Ich lasse das also, mal. Ich sag mal, mit so normalen Waffen war es teilweise echt schwer, wenn du nicht die Autopistole ausgepackt hast. Ja. Auf jeden Fall. Die Autopiste fand ich, habe ich sehr oft gespielt, aber fand ich fast ein bisschen scheiße. Es war halt so eine Noob-Anfängerwaffe. Ja, ist aber perfekt gut für mich. Ja. So. Was ich hier runter. Dann auf Platz 4 würde ich Thief nehmen. Thief. Es hat einfach, ich weiß nicht. Ey, bleib mal da unten. LOL. Du Wichser. Dankeschön, Matze. Weil ich, also, sie fand ich irgendwie, Alter, von der Story her ziemlich geil. Mhm. Von der Steuerung her ging's ein bisschen, Alter. Aber sonst so, war echt nicht schlecht. Ja, also ich hab's und ja auch auf Platz. Ich hab's ja auch gespielt, Thief. Und ja, muss sagen, also so vom Spiel her, so Spielgefühl und alles war es ziemlich gut. Es war sehr stimmig. Und bei mir ja, ist, auf jeden Fall. Ist es auch auf 4. Es war ein bisschen, war ich am überlegen, ob das oder Lords of the Fallen, aber mir hat Thief dann doch besser gefallen. Okay. Und dann denke ich ja, okay, Lords of the Fallen hat es dann nicht reingeschafft. Auch wenn es kein schlechtes Spiel ist unbedingt. Ja. Ja, ich fand bei Sifa die Atmosphäre richtig geil. Zum Teil. Ja. Es war auch teilweise echt scary.
Oh ja.